Hallo, guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Megional, Ihrem Nachrichtenformat im Mittelerzgebirgsfernsehen. Heute ist Donnerstag, der 11. Oktober und ich freue mich, dass Sie wieder pünktlich eingeschaltet haben. Am kommenden Wochenende findet in Freiberg ein Benefizkonzert gegen Krebs statt. Ein Thema, das man nicht so gerne an sich heranlässt, eben weil es sich um eine heimtückische Krankheit handelt. Sanja Berg hat sich mit diesem Thema genauer beschäftigt und hat die Informationen zum bevorstehenden Benefizkonzert direkt vom Veranstalter für Sie. Es gibt Dinge und Themen in unserer Welt, die sind für uns so weit weg, dass uns deren Gegenwart gar nicht bewusst ist. Und je mehr wir uns in unsere kleinen Dramen, die wir Leben nennen, vertiefen, desto weiter rücken sie uns aus dem Blick. Viel wichtiger erscheinen uns das neue Smartphone, Großbildfernseher, was andere von uns denken oder auch nur der Streit mit Kollegen. So lange, bis plötzlich nichts mehr ist wie vorher, weil die Ansage eines Arztes einschlägt wie ein Blitz aus heiterem Sommerhimmel. Krebs. Fast eine 500.000 Neuerkrankungen pro Jahr, davon gibt es in Deutschland. Und es ist mitnichten ein Thema, welches nur diejenigen betrifft, die sich schon in der zweiten Lebenshälfte befinden. Das musste auch Kenneth Hedecke in sehr jungen Jahren erfahren, als plötzlich nichts mehr war wie vorher. Doch er nahm den Kampf auf und sich vor, anderen Mut zu machen. Liebe Zuschauer, ich habe heute hier den Gründer des Vereins und des Festivals Rock um zu helfen bei mir. Hallo Kenneth. Es freut mich, dich heute hier zu haben. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Wie viele Jahre gibt es denn euch eigentlich schon als Verein? Den Verein gibt es jetzt mittlerweile im 6. Jahr, die Veranstaltung im 7. Jahr. Und ja, es hat klein begonnen, wächst immer, immer weiter. Und ich bin stolz und froh, dass wir als Verein dieses Jahr große Namen wie UMF gewinnen konnten, die 2004, 2005 ihre große Blüte hatten, goldene Schallplatten kassiert haben, auf den großen Bühnen dieser Welt gespielt haben und jetzt sind sie endlich bei uns. Aber halt auch Irish Folk Bands wie Fiddler's Green oder die Punkband Kerbholz dieses Jahr mit vor Ort ist. Das sind ja eine ganze Menge große Namen, die ihr dort jetzt schon habt. Das heißt, ihr seid ein ganz schön großes Festival jetzt mittlerweile geworden, ja? Ja, mittlerweile. Wir haben dieses Jahr 10 Bands mit bei uns. Davon sind 6 Bands in den letzten 2-3 Jahren auf Platz 1 bis 10 der deutschen Albumcharts gewesen. Also wirklich große Namen. Und letztes Jahr hatten wir in Summe 2.500 Besucher. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr wieder ein bisschen toppen und wir dieses Jahr vielleicht 3.000 Besucher in Summe bekommen und damit dann auch noch ein größerer Erlös für die Deutsche Krebshilfe kommt. Also eine Geschichte, wie du sie aus dem Boden gestampft hast, das macht man ja nicht von ungefähr. Was ist denn da deine persönliche Hintergrundgeschichte zu der ganzen Sache? Ja, der Hintergrund ist nicht so einfach. Ich lag mit 16 und 17, also 2006 und 2007 auf der Kinderkrebsstation in Berlin-Buch, weil ich Knochentumore hatte und bin damals mit meinem Zimmergenossen, dem Mike, auf die Idee gekommen, so ein Benefizkonzert zu machen, wenn wir denn die Krankheit überstehen. Haben uns zu der Zeit gegenseitig immer motiviert und gepusht. Die Musik hat uns ganz, ganz stark beeinflusst und hat uns Kraft gegeben. Weil man sucht in solchen Momenten immer nach Punkten, die einen irgendwo Halt geben, die einen motivieren, die einen Kraft spenden. Ich denke, jeder da draußen kann das nachvollziehen. Und wir hatten uns dann halt überlegt, man muss sich auch im Leben Ziele setzen. Gerade in solchen Situationen braucht man was, wo man sich drauf freut, wo man Lust drauf hat. Wir hatten uns überlegt, wir machen ein Benefizkonzert für die Deutsche Krebshilfe, wenn wir es überstehen. Und ja, so ist es dann entstanden. Der Mike ist leider 2 Jahre später, dann mit 18,5 Jahren verstorben an dem Krebs. Das hat mich auch extrem mitgenommen zu der Zeit. Ich bin dann erstmal auf Reisen gegangen, habe probiert, meinen eigenen Weg zu finden und habe dann in Freiberg mit dem Studium begonnen und habe mir gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Das war eigentlich der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich das, was ich mir damals mit dem Mike geschworen habe. Ich habe viele Freunde gefunden, die mich dabei unterstützt haben. Familie hat mich unterstützt und so ist dann sukzessive das Rock um zu helfen ins Leben gerufen wurde. Ich habe einen riesen Respekt vor dem, was du auf die Beine gestellt hast mit dem Rock um zu helfen. Einfach eine ganz große Sache, die ihr da macht und
Ich wünsche euch noch viele, viele Konzerte, viele sehr schöne Konzerte. Vielen Dank. Und vor allen Dingen viele, viele Spenden für die Deutsche Krebshilfe. Vielen Dank und an alle Zuschauer da draußen, die das vielleicht sehen. Es kann jeder vorbeikommen. Bei uns sind Kleinkinder teilweise mit solchen Kopfhörern unterwegs. Wir haben Großeltern mit da, die einfach sagen, sie finden die Aktion cool. Es findet dieses Jahr am 12. und 13. Oktober statt. Es ist wie jedes Jahr immer das zweite Oktoberwochenende des Jahres. Und wir freuen uns über jeden Besucher. Bei uns sind alle herzlich willkommen. Und ich hoffe, dass wir alle zusammen viel Spaß haben und die Zeit genießen können. Dankeschön. Bis dahin, auf alle Fälle. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Lautstark gegen Krebs. Am 12. und 13.10.2018 im Tivoli Freiberg in Sachsen. Rock, um zu helfen. Die Arbeitswoche neigt sich dem Ende entgegen und so langsam bereiten sich viele schon auf den Wochenendeinkauf vor. Es gibt allerdings die ein oder andere Ware, die Sie nicht unbedingt in Ihren Einkaufswagen packen sollten. Sebastian Eberlein mit den aktuellen Lebensmittelwarnungen. Der Fuse Tea, schwarzer Teepfirsich vom Hersteller Coca-Cola Deutschland, ist von einer Rückrufaktion betroffen. Laut dem Hersteller wurden diesbezüglich folgende Angaben gemacht. Qualitätskontrollen haben gezeigt, dass einige Flaschen Fuse Tea schwarzer Teepfirsich in der 1 Liter Flasche mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.08.2019 und 29.08.2019 nicht unseren hohen Qualitätsanforderungen entsprechen. Obwohl nach den uns vorliegenden Fakten keine Gesundheitsgefährdung zu erwarten ist, haben wir die weitere Auslieferung des Produktes gestoppt und tauschen die Getränke vorsorglich aus. Sie können Ihre gekauften Flaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 28.08.2019 und 29.08.2019 zurückgeben. Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeier GmbH das Produkt Stockmeier Teewurst grob Rügenwalder Art 125 Gramm Teewurst im Becher mit der Produktionscharge mit den Verbrauchsdaten 6.10.2018, 8.10.2018 und 9.10.2018 zurück. Im Rahmen amtlicher Untersuchungen wurden E. coli-Bakterien festgestellt. Die Produkte wurden bereits bundesweit in Märkten von Netto Markendiscount vertrieben. In Abstimmung mit den Behörden hat das Unternehmen die Rückholung aus dem Handel bereits veranlasst. Diese Produkte sollen nicht mehr verzehrt werden. Eine Erkrankung mit den nachgewiesenen Keimen äußert sich meistens innerhalb einer Woche mit Durchfall und Bauchkrämpfen. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächten Abwehrsystemen können schwere Krankheitsverläufe entwickeln. Personen, die diese Lebensmittel gegessen haben und schwere anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen. Alle anderen Teewurstartikel von Stockmeier sind von der Rückrufaktion nicht betroffen. Wenn Sie solche Schreiben aus Ihrem Faxgerät ziehen, dann lassen Sie sich nicht verunsichern. Die angebliche Datenschutzauskunftszentrale in Oranienburg gibt es nicht. Die Betrugsmasche, mit der bundesweit derzeit Unternehmen und Gewerbetreibende angeschrieben werden, ist nicht neu. Aber im allgemeinen Chaos im Zusammenhang mit der neuen Datenschutzgrundverordnung wird hier mit der Verunsicherung der Leute gespielt. Die Betriebe erhalten ein Fax von einer angeblichen Datenauskunftszentrale mit Sitz in Oranienburg. In diesem wird man aufgefordert, Angaben zu seinem Unternehmen zu machen. Die offizielle Aufmachung täuscht ein amtliches Papier vor. Außerdem wird eine Eilbedürftigkeit vorgespielt, welche den Empfänger dazu verleiten soll, das Kleingedruckte eben nicht sorgfältig zu lesen. Doch das sollte man unbedingt tun, denn dort erfährt man, dass man mit Unterschrift und Rücksendung des Formulars einen verbindlichen 3-Jahres-Vertrag eingeht, der jährlich mit 498 Euro zu Buche schlägt. Dafür soll man im Gegenzug ein Basisdatenschutzpaket erhalten. Dieses braucht man aber auch nach der neuen Datenschutzgrundverordnung nicht.
Nach verschiedenen Medienberichten soll hinter dem Ganzen eine Firma aus Malta stecken. Die Polizei sowie Unternehmens- und Verbraucherverbände raten, das Schreiben zu ignorieren. Für den Fall, dass man bereits unterschrieben hat, sollte man einen Anwalt aufsuchen. Denn vor Gericht halten die fingierten Verträge meist nicht stand. Offizielle Formulare und Informationen zum Datenschutz gibt es übrigens auf den eingeblendeten Internetseiten des sächsischen Datenschutzbeauftragten kostenlos zum Download. Olbernhau, Skoda kollidierte mit Baum, Fahrer leicht verletzt. Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Skoda auf der Hirschberger Straße, die S214, aus Richtung Olbernhau in Richtung Seifen unterwegs. In Höhe des Ortsausgangs Olbernhau kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 29-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.200 Euro. Marienberg. Mann entblößte sich vor Kindern. In einem Freizeitbad in Marienberg soll sich am Dienstagnachmittag ein 67-jähriger Mann vor zwei Mädchen im Alter von 11 und 13 Jahren die Badehose ausgezogen haben. In der Folge wurden ein Schwimmmeister und eine Mitarbeiterin der Freizeiteinrichtung informiert, die dem Mann ein Hausverbot erteilten. Die Badleitung erstattete am Mittwochabend Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Groß-Olbersdorf, überdachter Holzstapel in Brand. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0.20 Uhr bemerkten zwei Männer in der Hauptstraße aufsteigenden Qualm in einem Privatgrundstück. Aus noch ungeklärter Ursache war ein dort gelagerter und überdachter Holzstapel in Brand geraten. Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr löschten den etwa 60 Kubikmeter großen Holzstapel zügig. Durch den Brand entstand ca. 500 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die kommende Nacht wird stürmisch, zumindest in Bezug auf die Windgeschwindigkeiten. Temperaturtechnisch bietet sich's an, bei offenem Fenster zu schlafen. Allerdings muss man in Kauf nehmen, dass man am nächsten Morgen das ein oder andere Herbstlaub im Schlafgemach liegen hat. Wir starten heute Abend mit sendegebietsweitem wolkenlosen Himmel in die Nacht. Mit Niederschlag ist nicht zu rechnen. Wie gesagt, der Wind weht recht böig mit in den Spitzen um die 50 Kilometer pro Stunde aus südlichen Richtungen. Dennoch wird es wieder eine sehr milde Nacht, denn die Temperaturen liegen auch in der Nacht zum Freitag im zweistelligen Bereich. In Olbernhau werden trotz starkem Wind zwischen 11 und 14 Grad Celsius erreicht. Auch im Marienberger Raum zeigen die Quecksilber im Thermometer Werte zwischen 11 und 14 Grad. Und in Zschopau werden über Nacht Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad Celsius erreicht. Der Freitag, das Tor zum Wochenende, hält ca. 10 Sonnenstunden für uns bereit und das bei wolkenlosem Himmel. Das Regenrisiko liegt bei 0% und der Wind weht weiter aus südlichen Richtungen, allerdings nicht mehr so stürmisch. Die Tageswerte, ein Träumchen. Spätsommerwetter vom Feinsten und in Zahlen bedeutet das Temperaturen in Seifen über den Tag zwischen 13 bis 22 Grad Celsius. In Schönbrunn werden Werte von 12 bis 22 Grad erwartet und in Waldkirchen zeigen die Quecksilber im Thermometer 13 bis 24 Grad. Gefühlt liegen diese allerdings im Bereich 20 bis 26 Grad. Der weitere Ausblick in Richtung Wochenende zeigt, dass der Samstag dann schon wieder windiger und stürmischer wird und die Temperaturen auch etwas kühler sind, aber eben nur geringfügig. Sonne satt, keine Bewölkung und demzufolge auch kein Regen in Sicht. Das Ganze bei Tagestemperaturen von 13 bis maximal 22 Grad und Wind aus Südost, der gegen Nachmittag ordentlich auffrischt und dann in den Spitzen mit bis zu 50 Kilometer pro Stunde um die Ohren pfeift. Der Sonntag präsentiert sich als ein stürmischer Tag, zumindest in den Morgen- und Vormittagsstunden. Über den Tag lässt dieser dann nach. Nach wie vor strahlt uns Clara mit insgesamt ca. 10 Sonnenstunden entgegen. Die Tagestemperaturen bewegen sich im Bereich 11 Grad in den Morgenstunden und im Tagesverlauf dann bis zu 21 Grad Celsius. Der Wind weht weiterhin aus Südost.
Ja, mehr zum Wochenendwetter dann morgen hier in Megional. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Und für alle, die viel unterwegs sind, sie sehen uns natürlich auch online, unter anderem auf www.mef-lein.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen.